Partys und so. Wir sehen uns, Kids. Ja, yeah, Hackett's Quarry für immer. So viele gebrochene Herzen am Ende des Sommercamps. Totale Romantikalypse. Na, hast du noch zynisch darüber hinwegkommen? Du übertreibst. Das Universum kann solche Dinge auf eigene Art regeln. Das Universum? Ja, du weißt schon, die kosmische Weltordnung. Weltordnung? Ja, richtig. Okay, spuck's aus. Das wird schon sein, echt? Alles cool. Oh, so cool. Wir sind super cool. Sie hat dich abserviert, ne? Okay, lass das. Ich muss ganz kurz was gucken. Hi. Warte, sorry. Ich wollte ganz kurz mal in den Audioeinstellungen gucken. Cybermodus ist ein. Okay. Ersetzt distanzierte Musik ein. Okay. Okay. Emma. Hey. Okay, das ist... So viel zum platzsparenden Packen, ja? Ah, platzsparend Packen ist für Nerds. Sei so nett und hol den Rest vom Gepäck, ja? Hey, die trinken Nerds. Schönen Gruß an Emma von mir. Ach so, kann ich auch nicht Platz sparen. Ja, das stimmt. Packen. Jake, Gepäck. Vorwärts. Oh. Mean. Alles gut, Kampfzwerg. Habe ich nicht böse aufgefasst. Alles gut. Ah, fuck! Ah, fick dich, du Spinnvieh! Erwischt. Es war eine braune. Braune sind eigentlich nicht giftig. Aber ist egal. Noch eine kurze Sache möchte ich ganz kurz gucken. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ganz kurz eine Anzeige. Filter. Okay, okay, okay. Okay, okay. Gut. Okay. Das ist, glaube ich, Bewegungs- und Schärfe ist an. Aber ist nicht so schlimm. Das muss er Pluspunkte sammeln, der Herr. Oh, guck mal. Hm. In der Lokalzeitung der Nordkill-Gesetz stand, dass hey, was hörst du da? Interessant. Auf der PlayStation 5 spielen wir. Kann ich nochmal fragen? Nur ihre Leiche wurde geborgen, zusammen mit dem alten Sheriff von Nordkill und ein paar keine Spur von dem Jungen. Hallo? Wie abgefahren? Leck mich doch. Aber nochmal! Alle guten Dinge sind drei? Verbrannt. Nur ihre Leiche wurde geborgen, zusammen mit dem alten Sheriff von Nordkill und ein paar Hallo? Nee. Schade. Gestern geschafft, eine PlayStation 5 zu ergattern. Direkt bei Release. Als es angekündigt wurde, habe ich in der Nacht noch bestellt. Auf Amazon. War die ganze Nacht wach. Und habe gewartet, bis die eingestellt wird. So, wir müssen Karten suchen. Karten finden. Kann ich das da hinten aufmachen? Das will ich ganz kurz auch nochmal gucken. Kannst du ein bisschen heller stellen? Klar kann ich ein bisschen heller stellen. Moment.
Wir sind ja gerade am Anfang, wir sind noch gar nicht so krass drinne. So, dann stellen wir mal. Mal so. Schatten sind halt Schatten, ne? Hey, helft ihr jetzt mit dem Gepäck oder was? Oh, ich war gerade beim Reparieren der, der Tür. Sie... Dylan, komm schon. Kaputt. Dylan, bitte. Ich kann nicht. Der Rest vom Gepäck muss raus, komm. Was? Oh, die Tür geht Dylan, hey! Sorry, Bro. Cool, danke. Fängt so entspannt an. Hackett's Quarry Sommercamp 1953 gegründet. Ah, oh, guck mal, da haben wir gestern Nacht reingeschaut. Oh, eigentlich wollte ich mich noch hier draußen umschauen. Kann man mal ganz kurz raus? Ich möchte nur ganz kurz auf der anderen Seite gucken, ob wir da irgendwie eine Karte finden oder so. Superheld! Okay. So. Schöner Name, Dylan Ortium. Ja, also ihr solltet nicht mehr ausgeben für eine PlayStation 5, als sie eigentlich normalerweise kostet. Wenn es jetzt 20 Euro sind, okay, aber keine 300, 400 Euro. Wartet dann lieber. Weil dann spielt ihr nur den Leuten, die die Bots halt benutzen, in die Hände. Weil genau das wollen die ja. Horror. Ich hasse Horror. Wie, du hast Horror? Das ist mir sehr unsympathisch. Tod im Morgengrauen von Chuck Marvin. Wo ein Wille ist. Orson Lynch. Scharf geschossen, Roman Boy von Roman Boyle. Skurriles aus aller Welt von Jeremiah Wynn und Ginny Adams. Blutsbrief von Nancy Strode. Wenn die Ebbe geht von Sterling Hansen. Wenn die Flut kommt von Sterling Hansen. Sommermassaker von Pamela McNeil. Nächste Seite. Tod am Mittag von Chuck Marvin. Okay, ich muss das nicht alles vorlesen, ne? Schnupfgeschichten. Die will ich lesen. Kennt ihr davon irgendwelche Bücher? Dankeschön, Gasmonkey, für dein Follow. Vielen Dank. Es ist doch immer so, wenn man so Aufpasser in so einem Camp ist, ne? Dann passt man doch nicht wirklich auf, oder? Also, man macht ja dann selber Urlaub. Eigentlich. Mäßigkeit? Mäßigkeit.
Das heißt Balance, Ausgewogenheit und Ausgleich. Oder du schwelgst in Exzessen, Mäßigkeit. Du hast die Wahl, aber merk dir, manchmal fühlt Mäßigkeit zum Gewinnen in deiner Zukunft. Ah, okay, so findet man die Karten also. Die Karten sind bestimmt wieder Hinweise, wie die Bilder in Until Dawn und so. Kann ich mir gut vorstellen. Mann, was für eine Todesfalle. Waren es in Until Dawn Bilder oder Totems? In Until Dawn waren es Totems, ne? In House of Ashes waren es so, so Relikte. So Platten, so Steine, ne? Natürlich erstmal um. Da vorne sitzt jemand. Bisschen renovierungsbedürftig. Oh. Scheiße. Ich frage mich, ob oder wie die Kuratoren zusammenhängen. Das wäre halt ziemlich cool, wenn die halt wirklich was miteinander irgendwie verbandelt wären. In irgendeiner Weise. Aber das war ja eher so die, also ganz am Anfang im Prolog hatten wir eine Frau hinten im Auto sitzen. Ich bin mir fast sicher, dass das die Kuratorin war, die jetzt hier die Geschichte erzählt. Da war das Gepäck. Ich rede erstmal mit dem da hinten. Und die ist ja auch Wahrsagerin. Und wir haben ja ganz viel von einem Wanderzirkus gefunden. Deswegen, ich bin gespannt. Echt jetzt, Alter? Ihr sperrt mich aus? Zu meiner Verteidigung. A, es war Dylans Idee und... 2, es war echt witzig. Oh, ja, klar. Ist ein Riesenlacher. Stell dich nicht so an, Mann. Okay, was soll's? Hilfst du mir wenigstens mit dem Gepäck? Nee, ich werde hier warten, bis uns Mr. H. endlich unsere Smartphones gibt. Ich glaub's nicht. Okay, und wozu die Absperrung? Angeblich wurde die Treppe abgesperrt, damit sich keine Biester und so da oben einnisten. Mr. H.'s Worte, nicht meine. Oh! Wow, öde! Genau, Flatterheart. Der Kurator hat in House of Ashes und auch in anderen Teilen davor stand immer mal wieder hinter den Charakteren. Und ganz oft hinter Charakteren, die wahrscheinlich sterben. Deswegen, ja. Bist du's, Dylan? Ich muss mich hier schon um genug Scheiß kümmern, Jacob. Alle guten Dinge sind 3. Machen wir auch gleich nochmal. Die Schatten sind schon sehr dunkel, ne? Können es halt nochmal ein bisschen heller stellen. So, ich glaube, so ist gut, oder? Jetzt erkennt man wenigstens, dass das eine Tür ist. Lass aber das Remake kommt für den PC, ja. Am 2. September. Die Tür da hinten mal auf. Ah ne, ich wollte noch mal klopfen. Moment.
Ohne Controls hat man echt den Eindruck, man schaut einen Film, ja. Finde ich cool. Vor allen Dingen die Haut und so, das ist schon echt krass geile Grafik. Mag es sehr. Wir machen die Tür erstmal da vorne auf. Wie entspannt das alles noch so anfängt. Und dann wird alles, ich weiß jetzt schon, dass das alles... Alles wird böse enden. Ja, Steph, direkt bei Release. Wäre mal interessant gewesen, wenn die zum Hotel gefahren wären, dann wäre denen wahrscheinlich nichts passiert. Der Polizist hat ja gesagt, das hier ist nicht das Hotel, Motel, ihr doofen Leute. Ich habe euch gesagt. In meiner creepy Arsch, was ihr zu lassen habt. Okay. Hab's Gepäck. Endlich. Und ganz alleine, hm? Yep. Da musst du dich dran gewöhnen. Oh mein Gott, du bist so fies. Ich bin ja nur ehrlich. Oh, okay. Was kommt jetzt? Okay, du verschweigst mir, was da bei dir und Emma passiert ist, oder? Oh, okay. Jetzt bin ich derjenige, der Sachen verschweigt, hä? Huh? Dass Jake was nicht weiß, macht ihn wohl heiß. Nice. Sorry, ich war so beeindruckt von meinem Reim, dass ich vergessen habe... Nein. Du gestehst jetzt mir, dass du total verschossen bist in Ryan. Warte, meinst du diesen Ryan, den Segellehrer mit seiner sexy, uninteressanten Einzelgängermasche, die mich total kalt lässt? Ah, sexy, hä? Der Hotteste im Camp, ganz klar. Okay, sicher. Logisch, wir haben die Reihenfolge unter uns Mädels ausdiskutiert, demokratisch. Sie ist Ryan, ich natürlich, dann Dylan, Emma, Abby. Okay. Nick und dann Mr. H und... Okay, hast du sie gleich durch, bitte? Ja, das war's. Das waren alle. Schön. Ah. Sie hat dich einfach abserviert, huh? Ja, okay. Ihr Argument ist so. Wie soll das denn funktionieren mit verschiedenen Unis? Bla, bla, bla. Und mein Argument war so... Was ist mit Fernbeziehung? Bla, 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 bla. Und sie dann so... Jacob. Sogar mit dem Blick, hm? Tja, Computer sagt nein. Mann, sie hat dich echt sowas von um ihr winziges Fingerchen gewickelt. Bla, 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 bla. Wie macht sie das nur? Geschlagen, vielleicht stehe ich drauf. Okay, okay, meinetwegen. Vielleicht hast du recht und sie hat mich wirklich so im Griff, wie du sagst. Aber weißt du... Vielleicht stehe ich drauf. Oh, steht drauf. Check. Total gesunde Sache. Check. Oh, okay. Wow, da kommt so eine Wolke von Eifersucht drüber. Wie bitte? Ich sag ja nur, manche Mädels haben wohl nicht genug Mumm für den Big Boss. Du bist so ein Schwätzer, weißt du? Gelegenheit nutzen. Okay, ich verstehe halt nur nicht, warum du es nie versucht hast bei Ryan. Zeig mal die Initiative. Es ergab sich halt keine Gelegenheit. Ja, wenn du auf die Gelegenheit wartest. Du musst dem Schicksal auf die Sprünge helfen. Oh, klar. Wäre ich ihm mal den ganzen Sommer hinterhergerannt, nur damit es heute sowieso vorbei wäre. Okay. Du wirst mir nicht fehlen, Caitlin. Das stimmt nicht. Okay, und diese Schrottkarre bringt uns auch sicher nach Hause? Ich will's hoffen. Guck's dir mal an. Noch eine Nacht hier draußen im Nirgendwo überlebe ich nicht. Hey! Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Dich will jeder umbringen. Und? Bist trotzdem ein Schwächling. Hey, halt's Maul. okay, also,
rein hypothetisch. Wenn ich ein echtes Arschloch wäre und den Wagen hier lahmlegen wollte, damit wir eine Nacht länger hier bleiben, was müsste ich wohl kaputt machen? Tja, wohl einfach die Spritzufuhr. Oder vielleicht den Verteiler sabotieren? Und ja, das wäre ein echter Arschloch-Move. Okay, und wie sabotiere ich den Verteiler? Man nimmt einfach dieses Drehding raus, unter der kleinen Kappe, wo die Zündkabel hinführen. Jake, dir ist schon klar, dass, selbst wenn wir hier wirklich festsitzen würden, das nicht heißt, dass Emma sich umentscheiden wird. Glaub mir, sie weiß, was sie will. Ja? Sicher. Das werden wir ja sehen. Was? Nein, nein, nein. Nein! Ich will gar nichts davon machen. Nein! Hä? What the fuck? Ich mach gar nichts davon. Ich möchte nichts davon machen. Dann klauen wir den Verteiler. Damit es obviously ist. Aber... Ich hab also... Why? Du kommst jetzt mit mir, Buddy. Ich bring dich morgen wieder zurück. Wird nicht auffallen. Hier oben, Leute. Was haben die beiden jetzt wieder vor? Hey, Jacob. Was? Nein, Alter, bitte, tu's nicht. Hier, fang. Oh, Nick. Ich leg den Controller immer weg. Oh, wie geil ist das? Oh, Mann, guter Fang. Freak. Ja. Oh. Hätte ich bloß Kohle dabei. Freaks. Ihr seid allesamt Freaks. Lass über Antildorno anfangen. Oh, endlich. Ich verstehe den Technologieverzicht, aber langsam reicht's. Wär's zu viel verlangt, dass Mr. H die Handys wenigstens auflädt? Du hast immer was zu meckern. Du weißt, dass die Handys nur für Notfälle gedacht sind, oder? Oder ist es für dich ein Notfall, abserviert zu werden? Haha, böse. Okay, wie lief denn deine Beziehung in diesem Sommer? Mann, was ein Burn! Konter. Ja, vielleicht ist aber einfach auch nicht jeder so notgeil wie du. Okay, genug von den Schwanzvergleichen. Ich will nach Hause, hm? Der Ring von der ist ja mega geil. Du weißt doch sonst so Sachen. Was soll ich denn zu so einem Statement sagen? Sag halt Nick, du bist so ein Genie. Ein solcher Prachtkerl, wie du es bist, kann jede haben. Okay, ja. Träum weiter, Junior. Gedießt. Gedießt. Ich hab dich gedießt. Und der Anfang hat mich auch an mehrere Horrorfilme erinnert übrigens. Das mit dem Polizisten an Texas Chainsaw Massacre. Beziehungsweise das mit dem auf der Straße hat mich immer an, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, hat mich erinnert. Ich glaube, das sollte auch so sein. Hallo, meine Partymaus. Statusbericht? Wir haben offiziell unser Nest leer. High five, hopp, hopp. Oh Mann, du bekommst dein Handy zurück? Holen wir unser Gepäck und dann weg von dieser moskitoverseuchten Absteige. Tür ist zu, Gepäck ist drin. Oh, verdammt. Ja. Tja, ganz klar, was wir zu tun haben. Nach dem Schlüssel fragen? Das Schicksal besiegen. Und mit Schicksal besiegen meine ich
Wir besiegen dieses Schloss und schnappen uns das Gepäck. Klar. Okay. Legen wir los. Aber wehe, wenn das Ärger gibt. Ich werde nichts verraten. Er hat so ein cooles T-Shirt an. Na und? Er wird glauben, es war ein Bär oder sowas. Hast du hier schon mal Bären gesehen? Nein, aber das heißt nicht, dass da keine sind. Dein Punkt. Na gut, dann mal los. Auf drei. Eins. Zwei. Drei! Alles wird möglich. Durch positives Denken. Wieso höre ich auf dich? Weil ich immer recht habe. Und du bist sicher, Emma ist stolz auf dich. Oh mein Gott, hör auf. Wir killen hier doch niemanden. Okay, gut. Ich schau mich nur noch mal um, falls wir was vergessen haben. Nur zu. Die meisten Filme, aus denen die Klischees hier sind, kennen viele wahrscheinlich nicht mehr. Die waren die 80er. Ja, aber es sind halt auch so Klassiker, ne? Also auch generell, dieser Camp-Horror ist ja eher Freitag der 13. Oh. Das ist halt ziemlich cool. Das war doch Klein Izzys. So diese... die Basis. Ich will ein Spiel spielen. Können wir den verbrennen? Wir nehmen den mit. Einfach for fun and jiggles. Können wir bestimmt später nochmal gebrauchen. Vielleicht können wir damit den Killer besänftigen. Vielleicht ist das das Spielzeug von dem. Und dann bringt er uns nicht um. Oder so. Klingt bekloppt, aber ich werde die lausige Federung echt vermissen. Hallo Vita. Hallo an alle, die noch dazugekommen sind. Oh, der Hase ist der Killer, ja. Dieser Ort macht die Schlagzeilen? Northkill Gazette, 15. August 2015. Freakshow Inferno, Dutzende Tote nach Wanderzirkusbrand. So groß die Vorfreude auf den Wanderzirkus Harum Scarum in den Hackett-Wäldern war, so groß ist auch das Entsetzen über die Tragödie, die sich gestern Nacht ereignete, als eine Feuerbrunst durch die Attraktion fegte und alles in nur wenigen Minuten dem Erdboden gleich machte. Bis es der Feuerwehr endlich gelang, die Flammen zu bändigen, waren bereits Dutzende ums Leben gekommen. Von offizieller Seite wurde zwar noch keine Zahl bekannt gegeben, dennoch können wir bestätigen, dass auch Sheriff Hank Miller aus Northkill unter den Opfern war. Das war der Sheriff. Meint ihr, das war der Sheriff? Die Brandursache ist doch unbekannt. Laut Zwischenberichten der Polizeibehörde von Northkill gibt es jedoch keine Hinweise auf Brandstiftung. Wie es scheint, handelt es sich um einen tragischen Unfall. Trockene Waldgebiete sind bekanntlich ein gefundenes Fressen für Flammen. Und obwohl alle vorschriftsmäßigen Sicherheitsmaßnahmen bei Harum Scarum eingehalten wurden, sind solche Fälle von höherer Gewalt leider unvermeidbar. Wir sind in Gedanken bei Hanks Familie und all jenen, die bei dieser Tragödie ihr Leben verloren haben. Auf die Frage, wie die Familie Hackett als Eigentümer des Grundstücks auf die Nachricht reagiert hat, schwiegen die Behörden. Wichtig ist jetzt erstmal, dass Vorkehrungen getroffen werden, um weitere Vorfälle in Zukunft vorzubeugen. Zudem müssen die Verstorbenen identifiziert und ihre Angehörigen benachrichtigt werden. Die Öffentlichkeit wird gebeten, das Gebiet während der laufenden Nachforschung weitläufig zu umgehen und zu beachten, dass die Hackett-Wälder Privatbesitz und ein lizenziertes Jagdgebiet sind. Nächste Woche wird auf dem Stadtplatz eine Kerzengedenkstunde im Andenken an die Mitglieder von Harum Scarum und die Zuschauerinnen und Zuschauer abgehalten, die auf so schreckliche Weise gestorben sind. Einzelheiten dazu werden wir in den kommenden Ausgaben veröffentlichen. Falls ihr nochmal selber lesen wollt, there you go. Das ist eher so für YouTube und Pause machen. Ihr im Stream müsst darauf vertrauen, dass ich richtig lese. Hey Früchti! Und hallo Roadrunner. Und willkommen zurück übrigens, Anna. Wir sehen. Du hast nochmal den Prolog geschaut.
Ich weiß tatsächlich nicht, wo ich lang muss. Ich glaube, ich muss... Das ist mein Objective. Ich möchte schaukeln auf jeden Fall. Können wir schaukeln? Können wir nicht? Okay, schade. Autsch. Sollte Jacob besser nicht sehen. Was ist das? Ist das Dylans? Was? Jacob ist Emma für immer. Sommer. Oh, warte, warte. Da hat jemand das durchgestrichen und Sommer draus gemacht? Oh, das ist ja gemein. Was war das für ein Zeug? Woran hat sie gerochen? Also der Stil von dem Charakter ist ja ultra nice. Also was sie anhat und auch dieser Rucksack. Love it. Möchtest du einen Rucksack auch haben? Weiß ja gerade nicht, wo es weitergeht. Ich wünschte, das Spiel würde einem das sagen, wie in den vorherigen Spielen. Von denen. Ein Platzwunder, der Rucksack. Ja, sonst haben Charaktere keine Rucksäcke an. Also, da haben die Wundertaschen. Was ist da? Ah, okay. Da geht's weiter. Okay, okay. Dann können wir uns hier noch umgucken. Shooting Stars. Ich glaube, Caitlin hatte den ersten Platz für den ganzen Sommer. Aha. Ich muss sagen, bis bei EMP. Ja, ich nehme die Taschen mit. Deswegen. Wenn dann habe ich mein. Also, ich habe immer nur mein Portemonnaie, mein Handy und mein Schlüssel dabei. Und das passt alles in meine Jackentaschen. Ich hab immer so große Jacken, dass die Taschen halt so schön groß sind, wo ich mein Portemonnaie halt reintun kann. Sonst ist eine Jacke auch nicht gut. Da hinten noch mal ganz kurz gucken. Ich habe das Gefühl, dass sie hier ganz viel versteckt haben, aber ich glaube, ich habe nur das Gefühl. Level 3 Rucksack kann man bestimmt noch looten. War noch so ein Häuschen. Was da? Ist schon jemand gestorben? Wir haben gerade erst angefangen, so richtig. Im Prolog. Wir wissen aber nicht, ob jemand gestorben ist. Eine Spinne ist gestorben, ja.
Da haben wir aber noch keine Leiche gesehen. Wir spielen ja jetzt auch erstmal gerade eine halbe Stunde oder so. Deswegen. Das wird seltsam, ohne Dylans Morgenansagen aufzuwachen. War da gerade was am Fenster? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab den Jumpscare verpasst. Hey! Lass das sein! Jetzt so selbst reingucken? Ja, okay. Okay. Oh, ein schönes Camp. So, ich glaube, wir haben, glaube ich, alles uns angeschaut. Hier ist bestimmt auch eine Karte. Aber ist nicht so schlimm, wenn wir die nicht finden. Wir machen. Wenn die so versteckt sind, sind die wahrscheinlich auch nicht dafür gedacht, dass man die im ersten Durchgang direkt alle findet. Hallo Ritter. Kann es losgehen? Warte, ich bin mir unsicher. Nein, noch nicht. Dann komm hierher zurück. Aber wir haben alles uns angeschaut, ne? Wenn mir das Spiel die Option gibt, dich nochmal umzuschauen, dann bin ich unsicher. Warum machst du das Spiel? Nein, das ist ja gut. Das ist quasi dieses, du kannst dir die Area nicht mehr anschauen. Leute, wir haben alles gesehen. Hallo, Heavy Hilde. Hallo an all die noch dazugekommen sind. Generell, hallo, hallo, hallo. Chucky Fork. Dark Souls schon durchgehauen. Dark Souls 3 haben wir das Hauptspiel durch. Und das DLC haben wir die Bosse, also das erste DLC haben wir zwei Bosse gelegt. Schon. Endlich! Komm, fahr mich zurück ins wirkliche Leben. Du bist immer so dramatisch, anstrengend, selbstsicher. Das ist Theater. Das wollen die Leute so. Also spielst du es vor? Also, eigentlich heißt Vorspielen nur du selbst zu sein. Aber lauter. Du solltest es probieren. Wer weiß, wen du damit beeindruckst. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Für was? Dich und Nick? Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Oh, ich hab's. Wärst du wohl vorsichtig? Sorry, sorry. Ich muss aufpassen. Ich hab. Okay, dann. Rein hypothetisch. Sagen wir, ich gebe ihm eine Anregung. Und dann ist er am Ende ein Idiot, wie bei dir und Jacob. Eigentlich ist er ziemlich süß. Wieso ist dann Schluss?
Sommerflirt. Unsere Schulen sind 4 Staaten weit weg. Wer sieht's auch so? Naja. Aber zu euch. Du und Nick. Habt vielleicht eine Chance. Bitte nicht erzählen, was in anderen Streams passiert ist, Leute. Sie war in den Papieren vom ersten Tag. Tut das nicht. E-Mail? Bist du 93? Warum nicht E-Mail? Du wirst mir echt fehlen, Abby. Oh, halt, stopp! Oh, aber zur Lodge geht's da lang. Fahr nach rechts. Wieso? Komm schon, Siegesrunde. Eine letzte Fahrt einmal rund ums Camp. Süß. Danke dir, Banana Joe, für dein Geschenksab an Heavy Hilde. Vielen, vielen Dank. Da kommt Siegesrunde. Ja. Sieg über was denn? 2 Monate ohne Technologie. Ich finde es ganz schön, offline zu sein. Ach, ich nicht. Und meine Fans vermissen mich. Das ist, kann ich mir vorstellen. Weißt du was? Das kann ich mir vorstellen. Abby, war das ein Kompliment? Dein Charme ist ansteckend. Was soll ich da noch sagen? Ich wäre dabei. Ja, bitte. Wenn du zu Hause bist, folg mir und schmetter den Like-Button. Und denk ans Teilen. Okay, ich bereue es jetzt schon. Nein, du liebst mich. Mein Lieblingsplatz. Die Feuerstelle? Die Insel. Wunderbar abgelegen. Ist das Rauch? Sollten wir Alarm schlagen? Sieht kontrolliert aus. Ist wahrscheinlich nur Mr. H, der Holz verbrennt, bevor er, naja, das Camp für den Sommer schließt. Ja. Apropos, wir sollten jetzt wohl zurück. Oh ja, falls der Nick einfach ohne dich abreißt. Was? Nein, aber wahrscheinlich warten alle auf uns. Mhm. Alle warten auf uns. Sie warten, ja. Nick wartet. Alle. Stimmt. Hm. Immer dieses Foreshadowing von dem Spiel selbst. Chill mal, Jacob, ist okay. Ich hab einen vollen Akku, also. Oh, fuck, Mann. Ah, Idiot. Hat denn keiner hier ein Ladegerät mit? Hier draußen hast du doch eh kein Netz, Alter. Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Du hast Löcher am Sack? Was? Nein. Ist okay, ich besorg mir den Saft von Mr. H, bevor wir fahren. Ach, nee. Hi, Nick. Hey, wo habt ihr gesteckt? Wüsstest du wohl gern. Ignorier sie, bitte. Na los. Ist sie besoffen, oder? Nur noch das Gepäck da hochheben. Oh, hier, lass mich mal. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Ganz sicher? Ich könnte nämlich, also das wäre kein Ding. Sie kriegt die Tasche schon selbst hoch, danke. Wir kriegen beide die Taschen schon selbst hoch. Danke. Cool. Ich bin mal ganz ehrlich, eine Fernbeziehung. Anstupsen. Abby, soll ich dir... Ja? Kann ich... Ich kann das nicht alleine tragen. Danke. Ich lasse es auch extra auf den Boden fallen, damit du dich bücken musst, um das aufzuheben. Hey, wo steckt eigentlich Ryan? Ja, er hat sich wahrscheinlich mal wieder grübelnd und mysteriös irgendwo verkrochen. Hier bin ich. Wieso warst du da unten? Steigt da eine Me-Party? Ja, hab mir einen Podcast angehört. Oh, Podcast, nice, sehr cool. Welches Thema? Ja, welches Thema? Geht's dabei um mich?
Du denkst, es gäbe einen ganzen Podcast über dich? Okay, wenn hier jemand Podcast-Potenzial hat, dann weiß man dich. Ja, und der Podcast wäre Holt euch den Look und miecht wie ein Po. Oh mein Gott, du bist so kindisch. Aber ich sehe nicht aus und riech wie ein Po. Nein, es geht um... Also Fernbeziehung hätte ich auch keine Lust. Paranormal. In dem Alter vor allen Dingen. Die Episode handelt von hier. Weird, oder? Die Hexe von Hackett's Quarry. Die hey, Sierra. Was von wessen? Was für ein Ding? Was ist die Hexe von Hackett's Quarry? Kennst du doch nicht die Hexe von Hackett's Quarry? Sonst würde ich wohl nicht fragen, Vollhorst. Erzähle von der Hexe von Hackett's Quarry. Ich denke, sie interessiert sich nicht für die Hexe von Hackett's Quarry. Hört ihr jetzt bitte auf mit der Hexe von Hackett's Quarry? Ist nur eine Camping-Story für die Kids. Es, hier ist angeblich diese Oma bei einem Feuer vor ein paar Jahren krepiert. Sie ist im Wald, sucht nach ihrem verschollenen Baby. Und es heißt, sie würde flüstern und so weiter. Und sie fliegt dann so durch den Wald, halt typisch Geister. Und manche sagen, wenn es ihr gelingt, dich zu fangen, verwandelt sie dich in ihren Sohn. Oder killt dich, oder so irgendwie. Naja, ist nicht richtig klar. Das war die Hexe von Hackett's Quarry. Du bist bekloppt. Ist alles aus dem Podcast, Mann. Coole Story, Bro. Der ist eigentlich ganz normal, nur die anderen sind sehr aufgedreht, ne? Ohne Scheiß, Leute. Ihr hättet die Gesichter der Kids am Lagerfeuer sehen sollen. Gezeichnet fürs Leben. Ja, ich meine, nicht fürs Leben. Solche Geschichten sollte man ernst nehmen. Der Scheiß ist echt. Das ist Bullshit. Was hängt ihr da rum, Hacketiere? Ja, sind gleich durch, Mr. H. Hopp, na los. Schwingt endlich die Hufe. Sorry, Mr. H. Wir hatten noch Gepäck zu befreien. Hör auf. Wir wären schneller, wenn hier nicht jemand die Leute mit seinen Gruselstories beeindrucken wollte. Du hast gefragt. Gruselstories? Die Hexe von Hackett's Quarry. Oh. Hey, Sie haben noch den Van-Schlüssel, Mr. H. Das ist wohl so. Mein Gott. Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Bin dann noch mal im Büro. Der ist auch creepy. Alle Erwachsenen sind creepy hier in dem Game. Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Also, Erwachsene, okay. Älteren. Die sind ja auch junge Erwachsene, aber... Was denn, DJ Dylan? Kann ich mal kurz an die Ladestation? Ich brauch ein paar Tunes unterwegs. Nein, geht nicht. Cool, cool, ja. Kein Problem. Gut, Mann. Halb so wild kannst bei mir mithören. Ah, der Podcast um dich. Du, Fand ich nicht, Evie. Chris, ich müsste mal kurz mit dir reden. Oh, ich bin doch nicht gefeuert. Nein, ich... Ich hatte keine roten Augen oder so. Dich nur was fragen wegen... Sekunde, Partner, ich muss da kurz rangehen. Oh, ja, okay. Oh, sorry. Hallo? Wir lauschen natürlich. Zwei Kids sind. Ich muss aufpassen, sonst... Die sind bald weg von hier, okay? Du machst es aber ganz schön knapp. Wir wollen noch... Kein Grund für so einen Stress, okay? Es wird schon alles gut gehen. Bobby und ich sind bereit. Wenn er in der Gegend ist, kriegen wir... Das hält uns doch nur auf. Du weißt es, ich weiß es. Nein, sollte ich das? Er meldet sich nicht. Wenigstens ist er nicht im Weg. Apropos, je länger ich hier telefoniere, desto länger dauert es, bis ich die Kids los bin. Ja, aber klar, adios. Sorry, ich wollte nicht lauschen. Ich habe nur gewartet. Also ich meine, ich habe gehört. Oh, als ob der nicht gehört hat, dass der auf den Zug geht. Das ist ja alles dumm. Cool, Champ, los, komm rein. Sorry, das Rausschicken tut mir leid.
Kann ich helfen beim Schlüsselsuchen? Nein, Ende des Sommers, bisschen busy. Also was, du wolltest was fragen? Oh, ja, es war wegen der Animationsschule. Was denkst du, sollte ich tun? Richtig. Also, lasse ich dann besser meine Schwester bei meinen Großeltern, wenn ich auf dem Campus wohne? Meine Mom ist eigentlich nie da und dann ist Sarah ganz allein. Unsere Familie ist eh schon so klein. Familie ist sehr wichtig, Ryan. Sehr wichtig. Kacke. Ist bei dir alles okay? Heißes Date heute Nacht? Oh Mann. Hast du eine Ahnung? Heißes Date mit der Hexe. Also, was wolltest du von mir? Ich finde, du bist super als Betreuer, Ryan, weißt du? Einer von den Guten. Aber weißt du, wie viele Eltern mich anrufen? Sie kriegen Briefe von ihren ängstlichen Kids. Die wollen heim. Das war mir nicht klar. Versteh doch, zahlen die Kids vom Sommercamp zu vergraulen, ist schlecht fürs Business. Also bitte, spar dir die Gruselstories. Ja, Gruselstories gehören doch dazu. Sorry, dass es so ernst ist. Wusste ich nicht. Keine deiner Handlungen bleibt ohne Folgen. Das muss dir bewusst sein als Betreuer, als Leader. Hm. Ja. Singt doch schön Kumbaya zusammen, okay? Was ist das? Ja, kennt ihr denn Kumbaya nicht mehr? Gibt's nicht. Ich werd älter als meine eigenen Klischees. Nice. Dankeschön, Chucky Fork, für dein Geschenkstab an Vampirella. Vielen Dank, danke dir. Sag schon, Chris, was ist los? Ich will euch nur in Sicherheit wissen, bevor die Sonne untergeht. Wieso? Es wird dunkel, Ryan, und dann sind die Straßen gefährlicher. Dann können wir hier schlafen. Und Sicherheit ist der erste Schritt zum Spaß. Ah ja, okay. Gib mir eine Minute. Sicherheit ist der erste Schritt zu Spaß. Gott, verdammt, wo sind sie? Grüßt du bitte auch Caleb und Kelly von mir? Die sind einfach gegangen. Ach, du siehst sie doch nächstes Jahr. Caleb arbeitet am Shortplatz außerhalb der Saison und Kaylee weiß noch nicht so recht, was sie will. Hat ja noch ihr Leben vor sich. Die beiden kommen und gehen einfach, wie sie wollen. Teenager, habe ich recht. Eigentlich hätten wir sie beim Packen gebraucht, weil Leute fehlen. Hey, ihr kommt doch gut zurecht. Aber ich sag den beiden, dass du sie vermisst hast. Ich stehe am Van, pack sie in meine Hose, komm ins Office. Ah, da sind sie. Aha. Jetzt aber zack ich. Okay, Chucky Fork, hab noch einen schönen Abend. Kann ich verstehen. Danke dir fürs Reinschalten. Bring allen bei, dass es losgeht. Nicht rumtrödeln. Wie kommt es, dass du dein Phone wieder hast und wir noch nicht? Ich hab's nie eingereicht. Hättest es vorm Abgeben ausmachen sollen, Dylan. Das sind die Regeln, du Noob. Du Noob. Nice. Was passiert ist, ist passiert, Mann. Gut, dann steig jetzt endlich in den Minivan, denn da draußen wartet das Leben. Endlich also, kann ich das Wort Noob benutzen. Was ist denn? Ah, oh, Alter, ich denke, ich glaube, die Karre springt nicht an mit der Edge. Ja, das sehe ich. Ja, Alter, das Ding ist kaputt. Okay, lass mich mal. Aber ich sag doch, das bringt nichts. Oh, vielleicht machst du was falsch. Vielleicht machst du was falsch. Ach, fick dich. Hört auf! Aufhören alle beide! Shit.
komm schon, komm schon. Okay, Alter, chill. Chill, Alter. Verdammt! Ich sagte doch, ihr Kids sollt alles checken. Haben wir. Es sollte funktionieren. Tja, von könnte und sollte haben wir jetzt aber nichts, oder? Oh oh. Verdammt! Er hat irgendeinen Deal mit irgendeinem Teufel. Okay. Okay. Hey, ist doch nichts dabei, Alter. Wir bleiben noch eine Nacht hier. Nein! Nein! Du, stopp! Lass mich denken. Okay. Verdammt. Du hast recht, ja. Was? Ja, du hast recht. Ich finde die Quicktime-Events voll lame bis jetzt. Hey, Ryan. Komm mal kurz. Es ist halt immer nur Stick in irgendeine Richtung machen, anstatt irgendwas zu drücken. Aber es ist... Sorg dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließ die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Okay. Ich bin bestimmt morgens wieder da. Und bringe euch dann alle raus. Aber es darf wirklich niemand rausgehen. Bleib doch hier! Kannst du mir das versprechen? Ich verstehe das nicht. Raus mit der Sprache! Warte, wir dürfen nicht rausgehen bis zum Morgen? Wieso? Wo gehst du hin? Ryan, ich bitte dich, vertrau mir. Ich vertrau dir auch. Die Erwachsenen sind so verantwortungslos. Kannst du das? Ein Horrorszenario, ne? Schließ die Türen! Und um Gottes Willen, seid leise! Das sind Teenager! Wie dumm ist... Hä? Schließ die Türen und seid leise. Da. Also, was sollte die Nummer? Er sagt, wir sollen reingehen und drinnen bleiben bis morgen. Du verarschst mich. Dankeschön, du Mickey, für dein Geschenk an Ortium. Vielen, was vielen Dank. Was sollen wir denn tun? Wir gehen jetzt besser rein, wie er sagt. Die hätten noch ins Auto gepasst. Die hätten ins Auto gepasst. Ja. Ja. Oder wir können es lassen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Genau. Wir sollten einfach machen, was Chris uns gesagt hat. Aber klar. Wen juckt es, was Chris uns vorschreibt? Er ist nicht unser Boss oder so. Aber er hat einen Deal mit dem Teufel. A, R, T und Y. Die Sterne scheinen gut für uns zu stehen, yo. Okay, okay, okay. Das letzte epische, unvergessliche Lagerfeuer zusammen. Oh, Alter. Fuck ja, bin dabei. Nick, du auch. Ich mach mit. Dylan auch, offensichtlich. Kumpel. Caitlin? Als ob's zur Diskussion steht. Ja, okay. Was sagst du? Ja, klar. Mr. Hackett schien's wirklich wichtig zu sein mit der Lodge. Er wollte uns Schiss einjagen. Weißt du, wie Ryan mit seiner Gruselstory. Warum sollte er das machen? Ja. Ja. Du hast recht. Er macht sich einfach Sorgen um uns. Kein großes Ding. Okay, ja. Yeah. Nein, Party. Ich meinte nicht. Nein, das meinte ich wirklich nicht. Also ich meine wirklich, nein. Los, schlag ein, Ryan. Nein. Nein. Ich hab's versprochen. Ey, sorry. Ich hab's versprochen. Ach, hab ich ein cooles Alter, T-Shirt an. Das hört's nie. Ich weiß nicht. Nein, nein, Alter, wir checken's, okay? Du willst brav sein für Sicherheit ist Daddy. Der erste Schritt zum Spaß. Ja, ist halt nicht jeder so scheiße. Oh. Wisst ihr? Ihr könnt machen, was ihr wollt. No. Ich mach, was Chris gesagt hat. Ryan, komm schon, Mann. Warte. Hallo, Quali. Okay, 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 Hacketiere.
Partyplan. Dann geht doch alles sterben. Okay, fangen wir an. Nick und Abby, ihr geht Feuerholz besorgen. Ich bleib in mein... Ich bleib da. Wir plündern zusammen die Vorratskammer. Und Dylan, du kannst... Ich weiß nicht, versuch unsere Handys zu laden. Oder so. Halle Pukaville. Okay, los geht's. Die haben nicht verstanden, dass Sicherheit der erste Schritt zu Spaß ist. Also ich finde immer noch, dass der Mr. Hackett. Ah, ist ein Jagdgebiet, ne? Deswegen. Jetzt fangen die an, hier zu jagen. Deswegen sollen die... Ah, ja. I see. Das Privatbesitz von irgendwem. Ja, der ist... Ja. Super Gesichtspflege. Kennt ihr nicht? Kirschmarmelade? Super Hautpflege. Hunting Season, ja. Und denen ist wahrscheinlich egal, was ihnen vor die Flinte kommt. Hallo Co-Pilot. Ich bin gerade am Burger machen, schaue später nochmal rein. Aber Lurk ist da. Danke dir, Quali, fürs Lurken. Ich habe gehofft, dass du zurückkommst zu mir. Und guten Hunger. Lass sehen, was du hast. Die Mäßigkeit. Das heißt Balance. Ausgewogenheit und Ausgleich. Oder du schwelgst in Exzessen. Mäßigkeit. Du hast die Wahl. Aber merke dir, manchmal führt Mäßigkeit zum Gewinn in deiner Zukunft. Im Hintergrund bewegt sich was. Ich kann dir noch mehr zeigen, wenn du willst. Ja, ich will mehr sehen. Darauf habe ich gehofft. Okay, das war was Gutes. Okay. Es ist noch früh und der Mond scheint hell, okay. Aber die Zeit wartet nicht. Schurfenpatronen. Nicht auf die, die erzählen wollen. Was Gutes. Sei wachsam. Gib gut auf dich Acht. Und Schurfinden. Suche nach meinen Karten. Schurfenpatronen helfen uns, irgendwas abzuwehren. Müssen wir uns merken. Fest. Gestrandet. In der Wildnis Amerikas und nur unser Verstand kann uns retten. Bleiben wir Menschen oder werden wir zu Kannibalen, die das Fleisch von Verstorbenen essen, wie in diesem Flugzeugkatastrophenfilm? Wegen einer Nacht. Zuerst Filet au Jacob. Der Genuss dieses heißen Muskelbergs kann einen strengen Geschmack im Mundraum hinterlassen, aber... Man Hallo, Pirat auf Kaperfahrt. Schätze ich. Komm schon. Wow. Was? Psst. Das sieht aus wie dicke Würste, die eine dünne Nadel einfädeln wollen. Oh mein Gott, ich hab's gleich, okay? So ein Damit du es weißt, dieser Vergleich trifft mich wirklich schwer. Ich hab's gleich. Eine Sekunde. Ich lass ihn. Na bitte! Und? Viola. Ihre Spange, Madame. Kannst du behalten. Gar nicht übel, oder? Ich mag Männer mit geschickten Händen. Ich heiße auch Mr. Magic Fingers. Nicht wirklich.
Okay. Also, wenn ich ein Bier wäre, wo würde ich mich verstecken? Tschüss, mein lieber Tobi. Danke fürs Reinschauen. Beep, 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 beep. Was wird das denn? Beep? Oh, das ist mein Bier da. Ich suche nach Bier. Hm. Wieso merke ich erst jetzt, wie unfassbar lame du bist? Was? Aber das ist mein Bier da, Mann. Ich gehe woanders hin. Oh, die Kids haben echt alles leergeräumt. Mr. H liebte seine Accessoires. Es war kein Safe, ne? Wäre auch zu einfach gewesen. Oh. Oh. Ha, ja! Oh. Jackpot! Hey, Sieh nur meine Riesenmelonen. Oh. Hier. Einfach ich hab Melonen getragen, das musst du dann sagen. Rein mit dem Wodka. Und Partytime. Du kippst einfach den Wodka da rein? Ja, mehr Spaß kann man mit einem Loch in der Melone nicht haben. Oder, wobei... Tatsächlich haben wir das früher auch ab und zu mal... Okay, ich lasse euch zweimal alleine und sehe mich nach mehr Partykram um. Das ist die einfachste Bohle. Der Kerl ist ein bisschen verrückt. Na, der ist halt... Ist halt ein Witzbold. Und Vögeln ist nicht das, was, was alles löst, Leute. Untervögel gibt es nicht. Teenager halt, ja. Das hier ist irgendwie weird. Wer kauft den Scheiß? Sommercamp 1953. Ich würde gerne 1953 eingeben in den Safe. Moment mal. Die kommen hier hin, um zu jagen? Why? Hallo, alte Freunde. Oh ja. Vielleicht sollte ich nicht zu fies sein. Der Arme. Was machen. Hier war gerade was.
Hm? Oh, wir sind so nah. Kann ich das mal kurz angucken? Renovierungspläne, Hackett's Quarry, vordere Fassade, Fürstbrettermorsch, Schornstein Einsturz gefährdet. Hinterfassade, Trockenfäule, Dach, möglicher Wurmbefall, Holzwurmbefall. Kosten vorn stark, zu teuer, nächstes Jahr günstigeres Angebot einholen. Untersuchung verdächtiger Hölzer ergab Trockenfäule. Okay, na gut, interessant. Passt nett zu Jacob. Ja. Der Arme. Das ist auch ein bisschen verknallten, die, ne? Ich weiß nicht, ich habe nichts gefunden. Du? Hier? Harum Scarum? Harum Scarum. Alles ergibt Sinn. Haben wir schon gelesen. Harum Scarum. So, mit einem Besuch ein Bier oder so, ne? Aber war doch nichts. Auf die Maske. Was ist das für ein Geräusch? Habt ihr das Geräusch gehört? Habt ihr das Geräusch gehört? Dinger da. Ah, hier. Wo führt die wohl hin? Versperrt. Jacob! Sieh dir das an! Treten dir keine Türen ein. Die Namen, die kenne ich noch nicht alle. Also dann. Frag mich nicht. Ich weiß, was Ann Jacob heißt. Du triffst gleich auf deinen Meister. Da. Nice. Wow. Sehr. Ja, leck mich doch fett. Sieh sich das einer an. Kein Wunder, dass die Tür verschlossen war. Ist er böse, wenn wir ihn bestehlen? Was? Nein, er hat uns im Stich gelassen. Hier geht's um Menschenrechte. Oder so. Sicher, klar. Gott. Um Menschenrechte? Was es hier zu holen gibt. Festhalten. Das ist meine Ausrede. Oh. Ja, Mann. Hier ist Bier. Das reicht. Boom. Ich will mich umsehen. Wie du willst. Ich will einfach nur nett zu allen, damit die sich auch gegenseitig retten, wenn es hart auf hart kommt. Wisst ihr? Oh, cool. Was? Was ist das? 7739. Eine Flinte. Oh, cool. 7739. Und ein Code. 7739. 7739.
Merkt euch, 7739. Okay. Fertig. Das Eis! Wollen wir nicht das Eis mitnehmen? Okay. Jacob! Sieh mal hier! Was? Ich kann hier nicht weg, sonst fällt die Tür zu. Sieht aus wie Campingvorräte. Oh, okay. Da sind Zelte an der Feuerstelle. Los, gehen wir. War das ein Bär? Die Knarre echt behalten, hä? Ja, für Bären. Okay, also ich suche dann mal was, um diesen ganzen Kram hier zu schleppen. Ich weiß, dass es 7739 ist, Leute. Ihr seid ja gemein. Hallo, Music Man. Ich kann euch nicht vertrauen. Wie soll ich euch jemals wieder vertrauen können? Kein Knabberkram, ich hätte auch voll den Knabberkram. Also ich hätte das Bier da stehen lassen und erstmal die... Okay. Ach guck mal, sie macht's schon selber. Bin drin. Ah, sehr gut. Yes! Was ist noch da drin? Nur noch Feuerwerk. Feuerwerk? Ja, aber wir sollten es... Nein, Emma. Feuerwerk. Nein. Ach komm, wir nehmen das Feuerwerk mit. Man weiß es nicht. Okay, du hast recht. Feuerwerk. Hey, oh yeah, Feuerwerk. Oh, und sagte ich schon, Feuerwerk? Können wir bestimmt benutzen, um uns zu verteidigen. Hey, ich hab hinten so zerfetztes Gepäck gesehen. Das sah ziemlich übel aus und ich glaube, da war auch Blut dran. Oh, oh, stopp. Nicht bewegen. Oh Mann! Peanut Butter Butter Pops. Das sind meine Lieblings-Butter Pops. Was sind Butter Pops? Nein. Was? Ich fass es nicht. Okay. Pop, pop, peanut butter, butter pop. Pop, pop, pop them in your mouth. Pop. Oh mein Gott, der beste Snack überhaupt. Aller Zeiten. Was ist das, sowas wie Popcorn? Was? Nein. Gar nicht wie Popcorn. Vollkommen anders. Eine ganz eigene Art von Snacks. Weißt du was? Ja, das würde ich jetzt gerne probieren, wirklich. Nicht mehr. Oh Mann. Wirklich. Du wirst sie lieben. Okay, warte, ist ein Haltbarkeitsdatum auf der Tüte? Sie sind noch gut. Oh mein Gott, die sind 20 Jahre alt, okay. Oder? Hey, es heißt mindestens haltbares. Du wirst sie lieben. Buah. Oh mein Gott. Okay. Mindestens haltbar. Mindesthaltbarkeitsdatum. Hey, draußen habe ich eine Schubskarre gesehen. Groß genug für Schubskarre und allerlei Zeug. Heißen... bitte was? Kiste? Oh, das meint einen Behälter. Oder Po. Schubskarre? Nein, das davor. Schubskarre? Achso. Okay. Das ist, wie so ein Behälter auf Rädern. Man kann Zeug draufpacken und durch die Gegend schubsen. Ah, verstehe. Heißt es die Schubkarre? Ladies first. Danke. Wo lang? Schubkarre, oder? Jetzt bin ich verunsichert. Also erst Lebensmittelvergiftung. Oh, ein Auge tränt heute leider wieder.
Oh. Schubkarre, okay. Okay. Das Heiligtum. Es ist ein Büro. Es ist die magische Quelle. Okay, ja, beeil dich einfach. Klar, ich schließe das hier nur noch eben an. Und Energie. Podcasts. Ja. Okay. Wie heißt der Podcast, den du gerade hörst? Bizarr oder banal. Also Geisterkram? Mehr so, ja, also alles Unerklärliche. Die Frage, ob es ein echtes Phänomen ist. Wenn ich Podcasts hören würde, würde ich den banal. Podcast auch hören. Pollenallergie. Ja, dieses Jahr ja, irgendwie anal. Schon. Gecheckt? Anal? Du Wortakrobat. Gecheckt? Anal. So, sollen wir nachsehen. Also ich sage euch, ich wäre der hier. Versteckt? In diesem Szenario wäre ich er. Ich weiß nicht, Mann. Ich find's nicht in Ordnung, so rumzuschnüffeln. Okay, wenn du meinst. Ich meine, komm schon, was für schmutzige Geheimnisse würde der Besitzer eines Sommercamps voller unschuldiger Kinder schon verbergen? Nicht Mr. H, ich weiß, er ist cool. War immer cool zu mir. Hab tatsächlich von vielen gehört, dass dieses Jahr dass sie dieses Jahr allergische Reaktionen zeigten. Ja, dieses Jahr ist krass. Also echt. Geht das nicht irgendwie schneller? Ich kann sie für dich anfeuern. Los, macht schon. Ihr schafft das, Leute. Funktioniert nicht. Wir müssen wohl warten. Und ich wäre gar nicht erst da. Wow, was für ein altes Ding. Hey, gib mal deine Nummer, ich rufe dich an. Naja, es hat keine WS-Scheibe, das heißt, so alt ist es nicht. Burton? Sarkastisch. Damit ich dich zu einem Date einladen kann, Mann. Smart. Wenn ich da mit einer Mobilnummer anrufe, explodiert das Ding hier. Ryan wird interessiert. Was? Was? Wer ist dran? Hat gerade jemand was gesprochen? Hallo? Ich quatsche zu viel. Da wäre jemand. Hm. Und du hast nicht versucht, ihn anzuflirten? Verdammt, das war die Chance. Ey, wozu das Gewehr? Chris, Mr. H meinte, es ist für Bären. Bären? Hier? Ja, er meinte, sie trauen sich nicht hierher wegen dem Weil die wissen, dass da Waffen sind, deswegen. Ja. Lass es einfach. Ich wäre der Erwachsene, der abgehauen ist, okay. Der wäre ich wahrscheinlich auch eher. Durchzufeiern, oder nicht? Was, wenn da ein Bär auftaucht? Okay, es ist. Meine Mom sagt mir immer, wer feiern will, darf dabei den Schutz nicht vergessen. Hm. Wow, ich glaube, damit meinte sie Kondome. Ich will dir doch kein Bär. Das Gefährlichste hier im Wald ist ein angepisstes Eichhörnchen. Unterschätzt die Biester nicht. Okay, Mann. Also, wir wissen, wo sie ist. Nur für den Fall. Na gut, Mann. Ich glaube tatsächlich, dass das erinnert euch an oh fuck. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Das zweite Dark Pictures. Wo die Waffe auch böse sein konnte. Also ich glaube, es ist okay, wenn man nicht unbedingt immer alle Waffen dabei hat. Aber ich weiß halt nicht, was die Gefahr ist. Das ist es. Little Hope, ja. Kaylee und Caleb Hackett. We're the kids, huh? Ich mag sie. Ja, ich auch. Aber sie sind ziemlich eigenbrötlerisch, huh?
Ja, doch auch. Beleidigst du ihn gerade? Was? Können wir die Waffe doch noch mitnehmen? Ich kann mich nicht umentscheiden. Yo, lass das Gewehr da, Mann. Na klar, Boss. Okay. Kann ich nicht. Na hallo, was ist das? Hörst du das? Ist das eine Falltür? Geheimer Sex-Dungeon. Tja, schätze, sie führt wohl in den Keller. Huh. Warum sollte Mr. H. eine geheime Falltür zum Keller in seinem Büro haben? Vielleicht gab sie schon, bevor es sein Büro war. Er ist älter als der Tod, das war schon immer sein Büro. Ist wahrscheinlich... ein... Hä, er ist älter als der Tod? Wie alt war der denn? Ja, oder er braucht einen Fluchtweg, wenn man ihn irgendwann erwischt. Okay. Oder es ist ein Lager. Mach sie doch Mitte auf. 50 oder so? Okay, tja, sieht aus der Schlund der tiefsten Hölle, also... ganz schön theatralisch. Geh runter und guck, du passt da bestimmt durch. Sicher nicht, geh doch selbst. Dankeschön, Del Piero, für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Ich möchte wissen, was da ist. Curiosity killed the cat. I know. Was siehst du? Oh mein Gott, Ryan, du wirst es nicht glauben. Was? Hier ist nichts. Oh, ah. Ich hätte dich fast reingelegt, oder nicht? Nein. Vielleicht. Sei still. Es ist ziemlich spooky hier unten und es riecht ganz komisch, also... ja, okay, ich komme wieder hoch. Fuck. Die Leiter kann man bestimmt nur so und so viele Male benutzen. Du kannst nur hoffen, dass Mr. H. nicht mitkriegt, was du hier mit seinen Sachen machst. Und jetzt ist die Leiter schon Dings. Abweisend. Irgendwie hat das Spiel keine... also, was mich ein bisschen stört ist, man muss sich nicht schnell entscheiden. Und die, also bis jetzt stört es mich. Ich weiß nicht, ob das noch kommt. Aber auch die Quicktime-Events sind halt bisher echt so für Leute, die halt keine Spiele spielen eigentlich. Ne? Also mal den Stick nach oben oder unten machen. So. Der Entscheidungsabnahme sieht ja immer aus wie ein Psycho. Findest du? Er denkt halt sehr lange nach. Komm schon, er kriegt's schon nicht mit. Okay, sei vorsichtig. Denkst du etwa, ich mach ihn kaputt? Komm schon. Oh. Ja, Spannung fehlt. Er ist ja gerade, hat gerade erst angefangen, Shadow meint. Es dauert immer ein bisschen, bis das Spiel anfängt. War bei Until Dawn auch so. Das war nicht geplant. Oh, Laura Kearney und Max Brinley. Oh ja, das sind die, die nicht aufgetaucht sind. Ja. Ja, wegen diesen Noobs mussten wir anderen doppelt so viel arbeiten. Also, der eine ist vielleicht tot. Nenn die bitte nicht Noobs, ja? Der eine hat ganz schön viel geblutet.
glaube, der wurde vom Wolfsjungen angegriffen. Hast du mal einen klassischen Horrorfilter probiert? Den hier? Indie-Horror? 80er-Horror? Klassischer Horror? Meinst du die? Ich würde erstmal ohne Filter spielen. Aber tatsächlich QTE wählen ist halt nur, die sind halt nur die Sticks. Die Quicktime-Events. I don't know. Einfache QTE ist Standard. QTE-Tempo, mittlerer Timer. Der Timer ist nicht das Problem. Innerhalb des Zeitlimits die Anzeige Richtung mit der entsprechenden Richtungstaste. Ja, das macht Sinn. War es halt immer nur. Ja. QTE ist verlaufen automatisch erfolgreich. Wir lassen lieber Standard. Und halt nur die Sticks. Na, vielleicht wird es ja noch. Also anscheinend gibt es nicht. Gibt es keine QTEs mit anderen Dingern. Ja. Also ich finde es ein bisschen unterfordernd. So. Bei Until Dawn beispielsweise hat es halt auch an vielen QTEs gelegen, dass halt jemand gestorben ist, beispielsweise oder so. Wenn es halt nur die Sticks sind, ist es so. Ja, Meister, gib mal die Schlüssel. Damit du rumstöbern kannst in Chris' Privatbereich? Entschuldige, soll ich das lieber dir überlassen? Hahaha. Also Gameplay-wise. Bist du kein bisschen neugierig? Ich fasse auch nichts an. Gut. Aber wehe, wenn nicht. Ich verspreche nichts, aber. Andi lachte. Du redest Blödsinn. Oh. Online-Multiplayer funktioniert noch nicht, Efi. Ah. Aber Couch-Multiplayer. Frische Sachen. Mr. H weiß, was er mag. Ja, ganz sicher. Wow, da ist. Yo. Hey, vielleicht sollten wir. Ryan? Wow, was ist das? Diese Monitore, das ist das Camp. Ja, okay. Überwachung. Ist der Mensch uns überwacht? Nein, nein. Ich meine, nein, das kann ich. Das sind nur. Das sind Waldwege im Bereich des Camps. Sicher. Die meisten Kameras sind vom Camp weggerichtet. Er spioniert nicht die Kids aus, sondern beobachtet Sachen im Wald. Das sind einfach normale Wildkameras. Was sind Wildkameras? Die stellt man auf, um weirden Kram zu filmen. Okay, ja, und was? Wie Rehe. Bigfoot und so, na, solche Sachen halt. Rehe. Ich wusste gar nicht, dass Mr. H auf solche Sachen steht. Shit, vielleicht mag er den Podcast, den du gerade hörst. Jeder braucht ein Hobby. Und was für ein Hobby? Ja nun, was will man hier sonst anstellen? Ja, kann mir vorstellen, dass das Camp ziemlich einsam ist, wenn sonst keiner hier ist. Ja. Okay, nur warum macht man sich dann die Mühe, den Raum in einem Kleiderschrank zu verstecken? Also... Versteckt ist übertrieben, er ist nur hinter so Zeug. Ja, das ist, was ich meine, Ryan. Das ist weird. Okay. Mega suspekt, ich Mann. Ich widerspreche dir ja nicht. Ist so hinter so Ich wette, da Zeug. Ist was nicht ganz koscher. Dylan, das geht uns nichts an. Und wenn es dich wirklich interessiert, dann frag ihn halt morgen. Ich bin sicher, das wird ein spannendes Gespräch, ha? Frag ihn. Okay, ja, mach ich vielleicht. Na dann. Mir reicht's mit diesem Versteck. Viel Spaß. Hey, aber du gibst zu, dass es ein Versteck ist. Ich finde tatsächlich, dass die alle recht authentisch wirken. Also so in dem Alter
wie die miteinander sprechen und so, das haben die schon sehr gut hinbekommen. Hallo, Mekame. Was war das? Wird schon nicht sein. Hä? Das war doch auf jeden Fall eine Person. Gut. Wird schon nicht sein. Alles gut. Camera Locations. Ich frage mich, warum der die alleine gelassen hat. Oh. Das sind doch die beiden... Moment. Das sind doch die beiden aus dem Prolog, oder nicht? Max und Laura. Da müssen wir eine Horrorstory haben. Okay, okay. War es der, der sich mal Marmelade ins Gesicht geschmiert hat? Ja. Ich denke schon. Hey, Jerome. Oh, ein paar von den Sachen sind ganz schön heftig. Ja, geh da lieber nicht dran. Ah, Ibuprofen, Painkiller. Was dann noch? Ich glaube, das ist am wichtigsten, oder? Die... Ist da eine Spritze? Okay, also die... Die Laura wurde ja gespritzt und dann weggetragen. Das geht hier rein. Hm. Toothpaste, ganz gefährliches Zeug. Viele sind davon abhängig. Die brauchen zweimal täglich eine Dröhnung. Ja, ich weiß. Also Toothpaste, da bin ich auch echt abhängig von. Ach, dass sie das frei verkäuflich halt, also frei zugänglich in Supermärkten haben, finde ich auch echt unverantwortlich. Wie viel Staub in der Luft kann jemand das Fenster aufmachen. Guck, wie gruselig das aussieht. Kann ich mal mit ihm reden, oder? Also, hast du für nach dem Camp schon irgendwas geplant? Schule? Weiß noch nicht. Verstehe. Freundin? Nein, eher nicht. Dann Freund? Freier Geist. Cool, ja.
Ich auch. Sind die Handys... Ja, vermutlich. Guckst du mal nach? Du kannst doch selber nachgucken. Minuten, nur zur Sicherheit. Da ist schon ein bisschen Chemie, ne? Hey, Swepper! Nice. Vollgeladen. Hey, fertig. Okay, cool. Gehen wir. Danke. Komme ich gerade richtig in einen romantischen Moment. Ja, es war so ein bisschen awkward romantisch, ne? Also so ein bisschen... Die wissen, glaube ich, also... Ist so... Mit Mr. H's Kettensäge wäre es einfacher. Ohne Kinder ist das hier draußen eigentlich echt schön. Die sind manchmal unausstehlich, was? Ja. In deinem Markus sind sie immer still und hören zu. Du hast mich gesehen? Nur im Vorbeigehen. Die Kunsthütte liegt doch ganz weit außerhalb. Oh ja, nun, ich kenne Abkürzung, die dran vorbeiführt. Welchen Weg nehmen wir? Du darfst entscheiden. Hä, ich darf nicht entscheiden? Schade. Schattenlichtung. Die Schattenlichtung hört sich gut an. Also hier lang. Achso, ich spiele ihn. Achso. Ja, ich war ganz verwirrt. Oh. Oh mein Gott, alles okay? Ausgerutscht. Alles okay. Komm, ich helfe dir. Oh, sie hat sich gerade neu positioniert. Oh Gott, das ist wieder so ein großes Areal. Ja, der Musik, die YouTube claimen kann. Aha, hier jagt jemand Geister. Ist das eine Kamera? Das ist ein Bewegungsmelder, ja. Oder? Vielleicht für die Wildtiere? Ja, eine Wildkamera. Macht Sinn. Das sieht aus wie der Bewegungsmelder bei Phasmo. Ich habe mich gerade gefragt, warum sie diese Stöcke hier so rumträgt, aber wahrscheinlich wegen dem Lagerfeuer, ne? Wie eine Ranger-Box. Oh. Eine Vorratskiste für Ranger oder so, wenn sie draußen im Wald sind. Nackte Ranger? Sieht fast so aus. ist kein Folgenspiel. Das Blut? Nee, ne? Nur im Spiel sind halt Kapitel, aber ist ein Vollpreis. Ich weiß gar nicht mehr, von wo wir gekommen sind.
Trapper, danke dir fürs Vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Kann nichts tun. Lass mich hier was Sachen tun. Ah. Wohin? Danke dir für 400 Bits. Vielen, vielen Dank. Zum Dankeschön. See. Ja, klar. Dumm. Haben wir dann alle Charaktere einmal gespielt? Nee, wir haben... Wir haben das eine Mädel noch nicht gespielt. Und... Jacob haben wir schon gespielt? Ja, wir müssen noch das eine Mädel, das an dem... am Auto war. Mit den kurzen Haaren. Wir müssen das spielen. Danke dir für den Support, Swapper. Vielen, vielen Dank. Der Weg muss ganz in der Nähe sein. Wo wir sind. Echt? Komm her. Hier, halt mal. Sicher. Jetzt seht ihr, wofür die Rucksäcke gut sind. Diese kleinen. Ah. Bin mir sicher, der Rucksack war kleiner als das Buch, aber... Danke dir, Tali Gaming, für deine Spende. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Mal mich. Oh, mal mich. Oh, sorry. Ich will das nur kurz zeichnen. Klar. Sorry. Dumme Idee. Ich mach das nur kurz fertig. Lass dir Zeit. Ich will doch nur deine Aufmerksamkeit. Danke dir wirklich. Vielen, vielen Dank, Tali Gaming. Tali fragt übrigens, wer wird wohl überleben? Was glaubt ihr? Wen werde ich durchbekommen? Ist vermutlich nichts. Nein, hör mal. Da ist irgendwas. Wildschwein. Oh, süß. Aber ich würde weggehen, weil... da ist die Mutter nicht weit. Er ist so winzig. Nicht anfassen. Keine Wildtiere anfassen. Oh mein Gott, er ist so süß. Sachte. Sachte. Oder sie ist angeschossen. Rette Abby. Don't breathe, oh Gott. Du bist in Gefahr. Eine rätselhafte Kreatur ist hinter dir her. Atme nicht. Du musst die Luft anhalten, damit die Bestie denkt, dass du nur totes Fleisch bist. Denn Körper sind für dieses Raubtier uninteressant. Achte darauf, wie sich die Anzeige oder die Geräusche verändern, je gefährlicher es wird. Wenn die Gefahr vorbei ist, renn weg. Wähle den richtigen Moment und dann lauf um dein Leben. Aber Vorsicht, wenn du im falschen Moment atmest oder wegläufst, erkennt die Bestie dich als verlockende Beute. Das kann tragisch enden. Oh! Ach nein, das ist Rotz! Ich habe das Luftanhalten nicht verstanden. Man muss festhalten
Und dann loslassen, wenn es sicher ist. Okay, und hast du es? Was? Ich dachte, du malst, wie ich von einem Wildschwein geküsst werde. Ah, ist alles gespeichert. Kamera ist out of focus. Das ist echt eine falsche Idee. Bei Bären sollte man immer beten, dass deine Freundin langsamer rennt als du. Ja, bei Bären totstellen. Bären sind nicht dumm. Sind nicht dumm. Das ist schon längst debunked. Wir sollten zurückgehen. Wenn ihr auf einen Grizzly trefft, lauft um euer Leben. So schnell ihr könnt, ihr werdet trotzdem sterben. Dankeschön, Opa Harry, für 11 Monate. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ich muss... Ha. Es hat ein Ausrufezeichen dran. Ah, das sind VHS-Kassetten. Okay. Nice. Naja, genau, sie haben wir noch nicht gespielt. Und dann sollte der Horror richtig losgehen. Denke ich. Wir müssen erstmal alle einmal spielen. Jetzt habe ich Sandy wieder und kann nichts damit anfangen. Oh. Für ein Foto. Gibt's ein Foto-Mode? Kommt von der Insel. Hey Caitlin, weißt du was? Mr. H ist voll der Spanner. Er hat überall versteckte Kameras und einen Geheimraum. Nein, das ist nicht... Wow, halt. Bitte, was? Seine Augen sind überall. Die ganze Zeit sieht er uns. Hör schon auf, Mann. Er hat nur Wildkameras. Für die Wanderwege und so ein Zeug. Oh. Das findest du nicht weird? Wenn er damit das Gebiet checkt, Kids beschützt, vermutlich beobachtet er die Wildtiere. Ihr seid ja total fantasielos. Und, was geht hier so? Ist alles ready? Wo ist hier kein Netz? In dem Baumhaus war ein Licht. In dem Baumhaus am anderen Ufer war ein Licht. Das war ziemlich spooky. War wohl deine Freundin, Ryan? Die Hexe von Hackett's Quarry. Du solltest doch nie wieder Hexe von Hackett's Quarry sagen. Was stört dich denn an Hexe von Hackett's Quarry? Geht's denn? Ist euch eigentlich klar, dass wir uns nach heute vielleicht nie wiedersehen? Und das merkst du erst jetzt? Ich sorg nur für Stimmung. Stimmung? Emotion, Vibe, weißt du? Apropos für Stimmung sorgen. Ich hab zu tun. Okay, denn Playlists erstellen sich nicht selbst. Irgendwie ja doch, aber... Es fehlt noch Holz. Besorg es mir. Igitt, Wortwahl. Oh, das war Absicht. Abby, Nick, gutes Timing. Wir haben Holz. Das wird besonders Ryan freuen. Aber eher Kleinholz. Oh, das ist genug. Holzklötze haben wir schon reichlich. Wir hätten vielleicht mehr, aber da war eine Sau oder Bache. Aber Nick war super tapfer und hat sie abgewehrt. Ist denn wirklich alles okay? Niemand verletzt? Wir sind okay. Es war ja kein Preiskampf oder so. Allerdings hat Nick eine neue Freundin. Oh, erzähl. Wow.
Boom. Speziallieferung. Wow. Wow, wow, wow. Was hältst du mit einer Knarre rum? Jetzt chill mal, okay? Ist ja nicht echt. Ich meine, sie ist echt, aber nur zum Schutz vor Bären. Wir haben sie aus dem Lagerraum. Okay, schön. Schön, wir packen sie weg. Danke. Echt nicht lustig, du Arsch. Und wir bringen euch eine handverlesene Auswahl der allerfeinsten Hackett's Quarry Grundnährstoffe. Nicht wirklich, Mann. Doch, wirklich, Mann. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, pop, pop em in your mouth. Pop. Ich dachte, dass die inzwischen vom Markt verschwunden wären. Ich muss euch sagen, dass mich... Dass gib mich sie wieder her, Cowboy. Vor allen Dingen die Jungs. Sind vergeben. Alter, du kannst mir die nicht einfach zeigen und mir verbieten, mich damit vollzustopfen. Komm schon. An so Situationen Anna, erinnern. Bitte reich mir die Flinte. Was denn? Du willst mich erschießen? Was? Nein, Dumpfbacke. Alles so in dem Alter, aber... jetzt um die Wette. Niemals. Auf keinen Fall. Nein. So. Das ist auch nicht mehr keine gute Idee. Lasst euch nicht mit einer Knarre alleine. Ich lasse euch Deppen sicher nicht mit einer Knarre allein. Ja, komm schon, da, der Schießstand ist ganz in der Nähe, okay? Das wird ein Spaß. Okay, also, du und ich. Und ein Wettschießen. Erster Preis? Peanut Butter Butter Pops. Ganze Ladung. Alter. Dann sind sie dir wohl nicht so wichtig, hä? Huh? Wird schon ich finde die Charaktere gar nicht so nervig. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich eine große Toleranzgrenze. Niemand hantiert hier mit einer Waffe, solange du dich wie ein Idiot benutzt. Okay, pass du auf uns auf. Leite objektiv die Party. Okay, die eigentliche Party startet hier, Jacob. Okay, die Hauptparty wird schon weitergehen, nach der kleinen Nebenquest. Komm schon. Bitte. Na gut. Letzter Aufruf zum altmodischen Wettschießen. Da hinten ist eine Lichtung, da können wir es machen. Aber, falls einer von euch irgendeinen Quatsch anfängt, ist es sofort zu Ende. Kommt nicht vor. Sie denkt sich so, Alter, was ist hier los? Wo bin ich hier reingeraten? Okay, also, ich sag's dir nur, ich war Meisterschütze. Erstklassig. 3 Jahre in Folge, Ranghöchster im Camp jedes Jahr. Ich sag dir also, du Loser wirst verkacken, Nick. Also gib jetzt auf und möglicherweise kriegst du einen Peanut Butter Butter Pop als Geschenk. Niemals. Du hast nie gesehen, wie ich schieße. Ja, denn du hast noch nie geschossen. Ja, das behauptest du. Okay, ich wüsste ja wohl, okay, Jungs, ich muss euch da unterbrechen. Ihr macht das toll mit dem charmanten Macho-Scheiß. Aber wenn wir gleich auf dem Schießstand sind, gelten meine Regeln, okay? Und was ich sage, gilt. Alles klar? Ich mag sie. Okay, gut. Ich muss uns Ziele und Patronen besorgen. Rührt euch nicht vom Fleck, bis ich wieder zurück bin. Okay, liegt's an mir oder ist sie hot, wenn sie so herrisch tut? Bin immer hot, Jämmerling. Ja, okay, danke, bye, bye. Ich bin immer hot. Wie war deine Zeit zu zweit mit Abby im Wald? Es war okay. Hey, Ehrenmann! Und, was habt ihr so gemacht? Ehrenmann! Wir haben etwas geflirtet. Sie ist richtig smart. Ja. Ja. Bist du zum Schuss gekommen? Spar dir das. Nee, nicht schlimm, okay? Ein bisschen Performance-Angst ist was ganz Normales. Du musst sie nur klar machen. Sonst schnappt ein echter Mann sie sich. Apropos, jetzt wirst du sehen, wie ein echter Mann schießen kann. Seid ihr Jungs immer noch beim Imponiergehabe? Nee, er hat nur ein Brett vor dem Kopf. Okay, bitte, jetzt gib sie mir. Ah, du kriegst sie, wenn ich es dir sage. Okay, hör zu, Jungs, das läuft folgendermaßen. Geschossen wird auf das linke Ziel. Nick zuerst, dann ist Jacob dran. Lasst den Finger weg vom Abzug, bis ihr schussbereit seid. Alles klar? Ei, ei. Okay. Diese Nebenquest wird Ihnen präsentiert von NRA. Denkt an die Streuung. Denkt an den Rückstoß. Das ist eine Flinte, kein Scharfschützengewehr. Das Licht zeigt euch, wohin ihr zielt. Klar. Bei Until Dawn ging ein weiblicher Charakter als erstes drauf. Sehr gut, Nick. Ein Punkt. Okay, wir sind zu weit weg, um richtig was auszurichten. Gehen wir näher ran und zerfetzen sie gründlich.
Okay, Nick. Jetzt wird's ernst. Schöner Schuss. Nur Glück. Punkt für dich, Nick. Gut so, Nick. Okay. Zeig, was du kannst. Okay, vielleicht guckst du... Das ist eine modifizierte Show, findest du, Sierra. Jetzt hast du nachher noch mehr Performance-Ängste. Okay, okay. Halt die Klappe und schieß, Jacob. Ich dachte, du wärst Ultra-Elite-Profimeister. Ja, mit dem Gewehr, okay. Wow, Alter! Du erschießt dir gleich noch jemanden. Nee, ist okay. Er hätte mich nicht getroffen. Hey! Okay, disqualifiziert wegen Dummheit. Was? Nein! Doch. Du kriegst nie wieder eine Waffe in die Hand. Sorry, Jacob. Besser geschossen. Butter geschossen? Hey, das lag mir auf der Zunge, aber ihr seid Oh, das funktioniert nur im Englischen. Better and butter. Bam. Ihr dachtet, das wär's. Was zum... Wow. Pop, pop, peanut butter, butter, pops. Sollten wir die Melonen nicht erschießen? Ich wusste es nicht. Okay. Neue Idee. Partyspiel. Ach. Kommt, Leute. Vielleicht sehen wir uns nach heute Nacht nie wieder. Lasst uns was draus machen. Was schwebt ihr denn vor? Wie wär's mit Ultimativregeln für Wahrheit oder Pflicht, Ruf oder Ehre? Also Dylan-Style. Hm. Okay, alles klar. Jemand fragt dich Ruf oder Ehre, dann wählst du was und ist dann Ruf oder Ehre? Machst du's. Und zwar ohne Wenn und Aber. Also normale Standardregeln. Ja. Also auch richtig mit Küssen? Wenn man sich traut, ja. Und alle einverstanden sind, eh klar. Supi. Nur mit Consent hier. Ich meine, du kriegst deine Chance, wenn du dran bist, aber... Gut, wer darf denn zuerst? Das war meine Idee, also... Abigail. Ruf oder Ehre? Ruf. Lieber mal smooth bleiben, ha? Huh? Na gut, dann los. Hast du je mit irgendwem gepennt? Ich... So redet niemand. Hast du je mit jemandem gepennt? Hast du je mit irgendwem gepennt? Hier im Camp? Nein. Nope. Sorry. Okay, Abby, du bist dran. Na gut, okay. Oh Gott. Abby, oh mein Gott, jetzt mach schon, Mann. Okay, Wenn man jemanden dabei hat, der sich nicht entscheiden kann. Ich weiß nicht. Ach, ding, ding, ding. Zu spät. Nächster. Ryan. Ruf oder Ehre? Was war denn nochmal was? Was war Ehre und was war Ruf? Ich war Ehre. Ehre. Immer her damit. Okay, Ryan. Du kriegst mal was Neues. Ich bin gespannt. Ich gebe dir eine Wahl. Und ich sage,
Du küsst entweder Caitlin oder Dylan. Wow. Ich meine, schätze, beide wären nicht übel. Sorry, nicht meine Regeln. Eine fragwürdige Logik, aber okay. Dann mal los. Ich glaube, die Chemie hat gestimmt. Deswegen küssen wir Dylan. Dylan, los, komm. Immer gerne zu Diensten. Ehre gleich Pflicht. Okay. Hast du es verstanden? Okidoki, wen nehme ich? Ich und Jacob waren noch nicht dran. Guter Punkt. Caitlin, was sagst du? Ruf oder Ehre? Ruf. Ja, Ruf. Mal sehen. Hattest du was mit Jacob? Was wolltest du als Kind werden? Was wolltest du als Kind werden? Komm. Was wolltest du als Kind werden, wenn du mal erwachsen wärst? Was für eine vollblöde Frage. Du musst antworten. Tja, die Antwort ist... Null Ahnung. Ist echt wahr. Sorry. Oh, ich bin wohl dran. Nope. Was? Riecht nach Beschiss. Oh, ich rieche Bullshit. Recht, Mann. Mein Traum war Street Performer. Niemals. Street Performer? Du meinst wie, so... Nein, Arschloch. Pantomime oder wie diese starren Typen, die sich bewegen für einen Dollar. Hitler als Mimen. Ja, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Danke, Ryan. Gut gespielt. Jetzt bin ich dran. Emma. Ehre. Emma, also du küsst... Jacob? Oder? Oh. Nick. Na dann. Küsst ihn, Nick. Ja. Sorry, Nick. Da hast du keine Schnitte. Das ist eine todsichere Sache. Vielleicht keine gute Idee. Ich nehme Nick. Immer diese unkreativen Küsse, ja. Im Ernst jetzt? Es reicht. Das ist ein Kuss. Danke, Nick. Er ist gut. Du knutschst meine Freundin, Arschloch. Hä? Ja, ey, komm on. Hey, ich bin niemandes Freundin. Fick dich doch, nur ein Spiel. Ja, fuck, war's echt nicht. Jacob. So ein Gehabe, sehr unattraktiv. Tja, ich schätze, ich sollte ihm wohl mal nachgehen. Du siehst wohl besser mal nach Abby. So, hat jemand Lust auf ein Schachspiel? Was? Die Musik ist schon ziemlich geil, oder? Verdammt. Ich glaube, dass die gut sind. Wie die hier gucken. Ich habe keine Karte gefunden. Da bist du ja. Ich bin wie immer entzückt, dich hier zu sehen. Dann sag, was bringst du mir mit? Gar nichts. Ich habe keine Karte gefunden, tut mir leid. Hast du keine weiteren Karten? Doch, du kehrst zu mir zurück. Wieso könnte das sein?
was Spiel das macht. Ich kann so leider gar nichts tun. Finde Karten und dann bring sie her zu mir. Bitte, mein Kind. Das ist das erste Mal gewesen. Geheimes bleibt verborgen und die Nacht wird dunkler. Gewiss ist, dass wir uns wiedersehen. Pass nur auf. Wo die Wölfe sind, sind Raben nicht fern. Wo sind denn diese Karten? Die sind gut versteckt.